Du hast Hunger, aber noch nicht auf ein Drei-Gänge-Menü? Wie wäre es stattdessen mit Instant-Nudeln? Ach, das Wasser kocht, dein Magen knurrt. Aber es gibt ein Problem. Der Styroporbecher scheint kaputt zu sein. Die Nudeln liegen im Trockenen. Warte, ist da ein leerer Raum am Boden des Bechers? Ja, aber warum? Dieser Platz ist zum Schutz der Nudeln da. Nicht, weil die Firma versucht, dich übers Ohr zu hauen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Ramen im Becher nicht kaputt sind? Ganz anders als die Sauerei aus der Tüte. Diese Technik wird mittlere Federung genannt. Die Nudeln werden so fest eingepackt, damit sie auf dem Lieferweg nicht zerdrückt werden. Es geht nicht nur darum, dass die Nudeln schön und lang aussehen. Der Platz hilft auch, dass die leckeren Nudeln gleichmäßig weich werden. Morgendlicher Mundgeruch ist nicht angenehm. Aber zum Glück gibt es eine schnelle Möglichkeit, ihn loszuwerden. Ja, man könnte meinen, dass Mundwasser erfunden wurde, um, den Mund zu waschen. Aber Mundwasser wurde ursprünglich als Bodenreiniger erfunden und auch verkauft. Es wurde jahrelang als Antiseptikum an Krankenhäuser verkauft, was aber nicht so erfolgreich verlief. Irgendein Marketing-Genie hat es dann in Mundwasser umbenannt. Der Rest ist minzfrische Geschichte. Also nachdem du deinen Mund gewaschen hast, weißt du, wie nützlich ein Rebranding sein kann. Es ist schwer, sich heute eine Welt ohne Internet vorzustellen. Kein Streaming, keine Online-Spiele oder Bilder von süßen Kätzchen. Dafür wurde es eigentlich nicht entwickelt. Aber wen interessiert das schon, oder? Der Prototyp des Internets hieß ARPANET. Ausgesprochen Advanced Research Projects Agency Network. Diese Maschine war sehr empfindlich. Damit niemand sie aus Versehen abschaltete, klebte ein schlauer Wissenschaftler einen Zettel dran. Darauf standen die kraftvollen Worte: Diese Maschine ist ein Server. Schalte sie nicht aus. Geschrieben mit roter Tinte. Hey, nice touch. Dass dein Professor in die Ränder deines Notizbuches kritzelt, ist nicht neu. Aber die Ränder waren ursprünglich nicht dafür gedacht. Sie dienten als Rattenschutz. Schon früher knabberten Ratten an Papier. Wenn du also etwas an den Rand geschrieben hattest, landete es im Magen einer hungrigen Ratte. Ein paar gut gezogene Linien bewahren deine besten Antworten davor, gefressen zu werden. Hey, ich schaff die Pizza nicht mehr. Zeit, die Reste einzupacken. Zum Glück habe ich reichlich Frischhaltefolie. Jedes Jahr werden über 40 Milliarden Oreos hergestellt. Es sind die beliebtesten Kekse der Welt. Das geometrische Design auf den Keksen enthält das Nabisco-Logo, das Symbol europäischer Qualität. Es umgibt das Wort Oreo. William Tournier entwickelte das heutige Aussehen der beliebten Schokokekse im Jahr 1952. Kopfhörerbuchsen werden aufgrund kabelloser Technologien gänzlich verschwinden. Aber vielleicht sind dir trotzdem schon mal die Ringe an einem Klinkenstecker aufgefallen. Ein Ring steht für Monosound, zwei Ringe repräsentieren Stereosound und drei Ringe bedeuten, dass deine Stereo-Kopfhörer auch ein eingebautes Mikro haben. Die allseits bekannten Kringel in Orange, Rot, Lila, Gelb und Grün von Fruit Loops hüten ein Geheimnis. Sie stehen nicht nur für verschiedene Geschmacksrichtungen. Alle Kringel haben denselben Geschmack. Die Farben sind nur Show. Das E im Dell-Logo ist gedreht, weil der Gründer Michael Dell wollte, dass seine Technologie die Welt auf den Kopf stellt. Ein Kompass arbeitet mit Magneten, um zum magnetischen Nordpol zu weisen, aber eigentlich ist da gar nicht Norden. Der Kompassmagnet zeigt nach Norden, weil Nord und Süd sich anziehen. Der magnetische Südpol der Erde liegt also in der Nähe des geografischen Nordpols, während der Nordpol der Erde im geografischen Süden liegt. Ziemlich verwirrend, oder? Diese kleinen roten Flecken, die du manchmal siehst, wenn du ein Ei aufschlägst, sind nichts Schlimmes. Durch kleine Risse in Blutgefäßen der Henne kann es zu winzigen Einblutungen kommen. Man kann solche Eier gefahrlos essen. Natürlich kannst du den Fleck auch einfach entfernen. Er beeinträchtigt den Geschmack des Eis in absolut keiner Weise. Wie beruhigend. Das Wort Ketchup stammt aus verschiedenen Kulturen wie China, Malaysia und Indonesien. Ursprünglich beschrieb es eine gewürzte Fischsoße. Man kann es auch Ketsup schreiben. Heutzutage wird es aber in der Regel so geschrieben. Das Logo von Airbnb ist keine verbogene Büroklammer. Below, wie es genannt wird, steht für Belonging, Zugehörigkeit und bedeutet viel mehr. Es enthält ein Gesicht, das Kartensymbol und ein Herz.
Alle zusammen ergeben das bekannte Airbnb-A und symbolisieren Gemeinschaft. E120, auch bekannt als Cochenille oder Karmin, ist ein Lebensmittelfarbstoff, der aus winzigen Läusen gewonnen wird. Man färbt damit alles von Torten über Süßigkeiten bis hin zu Getränken. Auch der glänzende Überzug von Bonbons stammt von Insekten. In diesem Fall ist es die weibliche Lackschildlaus. Ihre Hinterlassenschaften werden von Bäumen gekratzt und zu Shellack verarbeitet, der diesen Glanz erzeugt. Der Mozilla Firefox ist gar kein Fuchs, der um den Planeten saust. Es ist ein Katzenbär. Das Wort Firefox ist lediglich die englische Übersetzung des chinesischen Namens. Gullideckel sind aus einem ganz bestimmten Grund rund. Früher... So, dann schnapp dir mal dein Handy. Gut, dreh es um. Siehst du diesen kleinen Punkt zwischen Kamera und Blitz? Das ist ein winziges Mikrofon. Ich wette, das wusstest du nicht. Was macht das da? Nun, wenn du telefonierst, ist dieses kleine Kerlchen damit beschäftigt, Hintergrundgeräusche zu reduzieren, die andere Leute hören, wenn du sprichst. Richtig, ohne es wären Telefonate nicht annähernd so klar wie jetzt. Du hast dich im Wald verlaufen und versuchst so schnell wie möglich dein Lager zu finden. Plötzlich erinnerst du dich an etwas, das dir dabei helfen kann. Du greifst dir einen der Brustriemen deines Rucksacks und pfeifst darauf. Ja, richtig. Viele Rucksäcke haben diese Funktion, besonders die fürs Reisen und Wandern. Es dauert nicht lange, bis du eine deiner Freundinnen rufen hörst und ihr zurück zum Lagerfeuer folgst, gerettet von diesem coolen Stück Design. Falls du ein neugieriger Mensch bist, hast du dich vielleicht schon einmal gefragt, was diese kleine Tasche in deiner Jeans da eigentlich macht. Du weißt schon, die in der größeren Tasche. Viele Leute stecken dort Münzen oder Kassenbons rein, doch dafür ist sie eigentlich nicht gedacht. In Wahrheit kannst du dort deine Taschenuhr sicher verstauen. Hey, vielleicht kommt daher der Name Taschenuhr. Du kommst nach einem langen Arbeitstag endlich nach Hause. Viel Lust zu kochen hast du verständlicherweise nicht, also setzt du dich auf die Couch, siehst etwas fern und bestellst dir was zu essen. Wie wär's mit Chinesisch? Perfekt. Dann klingelt es. Das muss dein Essen sein. Ach, riecht fantastisch. Warte, bevor du einen Teller holst, mach stattdessen was anderes. Öffne die Box vom chinesischen Restaurant auf dem Tisch. Die lässt sich zum perfekten Teller machen. Und ist aus Pappe, also auch kein Abwaschen danach. Die Getränkedose, die es zu deinem Essen gab, kann auch etwas Cooles. Sieh dir mal diese winzige Metalllasche an. Ist egal, denn nicht mal der größte Rivale von Coca-Cola will das Rezept haben. Im Jahr 2006 versuchte ein verärgerter Mitarbeiter, das Geheimnis zu verkaufen. Aber es hat nicht geklappt. Hey, wirf mal einen Blick auf deine brandneue Matratze. Vielleicht findest du das Schild "Nicht entfernen im Namen des Gesetzes" oder so ähnlich. Das Ding sieht ziemlich ernst aus. Aber die gute Nachricht ist, dieses Schild ist nicht für dich bestimmt, sondern für den Matratzenverkäufer. Vor 100 Jahren haben die Matratzenhersteller die Füllung aus praktisch allem hergestellt. Tierhaare, alte Krankenhausbetten oder Kleidung. Dann kamen strenge Gesetze, die verhindert haben, dass alte Krankenhausbetten verwendet wurden, weil diese Matratzen mit Keimen voll waren. Jetzt, wenn es draußen kalt ist, kann jeder zu Hause Knete selbst herstellen. Mische etwas Mehl, Wasser, Salz, Lebensmittelfarbe und fertig. Jeder kreative Mensch wird stundenlang beschäftigt sein. Günstig, sauber, ungiftig, die perfekte Knetmasse. Dafür wurde sie allerdings nie gemacht. Das Zeug war ursprünglich zum Reinigen von Wänden gedacht, in den 30er Jahren. Damals waren die Leute verrückt nach Tapeten, aber die konnte man nicht mit Wasser und Seife reinigen. Also musste die Knete ran. Hast du schon mal einen Lolli fertig gelutscht und das Loch im Stiel bemerkt? Dieses Loch ist kein Produktionsfehler oder um Musik damit zu machen. Es soll verhindern, dass dir die süße Leckerei vom Stiel fällt. Wenn die Bonbonmasse noch heiß ist, wird sie in eine Form gegossen und umschließt dabei das Loch und bildet so einen Anker. Du stehst nicht auf Lollis? Wie wäre es mit den guten alten amerikanischen Gummibärchen? Ach nein, das sind keine Amis. Sie sind deutsch. Der deutsche Unternehmer Hans Riegel begann 1922 mit der Herstellung. Mittlerweile gibt es viele Gummitiere. Die Ideen mit den Bären bekam er von echten Tanzbären, die er in einer Live-Show gesehen hatte. Die Gummibärchen haben einen Siegeszug um die ganze Welt geschafft.
Hey, hast du dich schon mal gefragt, wofür die kleinen Erhebungen auf den Tasten F und J auf deiner Tastatur sind? Diese kleinen Erhebungen sollten deinem Zeigefinger helfen, sich auf der Tastatur zu orientieren, um schneller zu tippen. Halte die Zeigefinger, werden sie müde und schmerzen. Die Füßchen helfen dir, die Buchstaben und Zahlen besser zu erkennen, wenn du nicht blind tippen kannst. Die Farbe einer Peperoni sagt nichts über ihre Schärfe aus. Je kleiner eine Chilischote ist, desto schärfer ist sie. Die Schärfe steckt auch nicht in den Samen, wie man allgemein glaubt, sondern in der weißen Membran, an der sie hängen. Im Toblerone-Logo verbirgt sich ein auf den Hinterbeinen stehender Bär, bereit, den Jodler da drüben zu verspeisen. nein. Bären haben in Bern, einer der größten Stadt der Schweiz, eine große Bedeutung. Dort wurde die dreieckige Schokolade nämlich erfunden. Toblerone ist ein Wortspiel aus dem Familiennamen des Gründers Tobler und dem italienischen Wort Torrone für Honig-Mandel-Nougat. Der Hohlraum unten im Becher von Tassennudeln schützt die Nudeln beim Transport. Man nennt diese Technik Middle Suspension. Dank dieser Lücke brechen die Nudeln nicht so leicht und werden schneller und gleichmäßiger weich. Das Loch im Drücker eines Kugelschreibers hat tatsächlich einen Sinn. Es bildet ein Lüftungssystem und sorgt dafür, dass die Tinte gleichmäßig fließt. Dank des Lochs gleicht sich der Luftdruck im Inneren und Außen um den Stift aus und die Tinte fließt mühelos in die Spitze. Eines der bekanntesten Logos der Fahrradsportwelt enthält ein verdecktes Element. Im Namen der Tour de France bilden das O, U und R einen Radfahrer. Die Metallklammern oben an der Tanksäule haben ein einzigartiges Design, um Unfälle zu vermeiden. Wenn ein Dödel versehentlich vergisst, dass die Tankpistole noch in seinem Tank steckt und einfach losfährt, löst sich die magnetische Klemme, ohne die Zapfsäule weiter zu beschädigen. Das Wendy's-Logo wurde nach der Tochter des Schöpfers Dave Thomas designt. Es ist auch nach ihrem Spitznamen benannt, aber da steckt mehr drin. Wendy's Kragen schreibt das Wort Mom. Obwohl das keine Absicht war, steht es heute für ein heimeliges Gefühl. Manchmal kann es recht kompliziert sein, beim Ausfahren die richtige Spur zu finden. Erst recht, wenn du in einem fremden Land bist. Achte auf die Straßenseite, auf der das Abfahrtszeichen steht. Auf dieser Spur musst du bleiben. Manche Zahnpastatuben haben ein Siegel, das vor dem Gebrauch gebrochen werden muss. Statt die Folie mühselig abzupuppeln, kannst du die Kappe der Zahnpaste verwenden. Sie hat extra dafür einen kleinen Dorn. Tostitos enthalten mitten in ihrem Namen ein verstecktes Symbol. Die beiden Ts in der Mitte symbolisieren zwei Personen, die über einer Schüssel Salsa Tostitos verspeisen. Die Salsa-Schüssel in Rot ist der I-Punkt. Eine der bekanntesten Statuen der Welt, die Freiheitsstatue, war 16 Jahre lang ein funktionierender Leuchtturm. Ihr Licht war jedoch kaum zu erkennen, nicht mal von Manhattan aus. 1901 wurde der Betrieb daher eingestellt. Dann durften Touristen den atemberaubenden Blick von der Fackel aus genießen. Seinen Insekten und Motten fernhalten. Außerdem sind sie stabiler und halten länger und eignen sich perfekt für Dinge, die lange in deinem Schrank hängen. Vielleicht ist dir beim Zähneputzen schon mal aufgefallen, dass deine Bürste blaue Borsten hat. Die sind nicht nur zum Schmuck, sondern verraten dir auch, wenn es an der Zeit für eine neue Zahnbürste ist. Diese Borsten verlieren ihre Stärke und Farbe, wenn die Bürste zu abgenutzt ist und lassen dich so wissen, wenn du sie entsorgen sollst. Mikrowellen sehen oft wie Mini-Fernseher aus, besonders wenn du deutlich die schwarze Schicht um sie herum erkennen kannst. Die hat tatsächlich eine wichtige Funktion. Sie verhindert nämlich, dass die Strahlung austritt. Wenn du es ganz genau und technisch wissen möchtest, handelt es sich hierbei um einen Faraday-Käfig. Deshalb kannst du neben einer Mikrowelle stehen, ohne zu einer Pfütze zu schmelzen. Was nicht heißen soll, dass du direkt vor der Mikrowelle stehen und deinem Essen beim Warmwerden zusehen sollst. Aber immerhin wächst dir kein drittes Ohr oder so. Manche Öfen haben eine Schublade an der Unterseite. Die lädt zum Lagern von wahllosem Zeug ein, das du selten benutzt, aber in Wahrheit hat sie eine bessere Funktion. Dort kannst du nämlich Essen warm halten. Nimm es einfach aus dem Ofen und stelle es in diese Schublade, um den Ofen weiter für etwas anderes benutzen zu können.
Okay, als nächstes sitzt du im Flugzeug und siehst dich um, um dir die Zeit bis zum Start zu vertreiben. Wenn du dir das Fenster einmal genauer ansiehst, wird dir auffallen, dass es unten ein winziges Loch hat. Keine Sorge, es ist nicht kaputt. Dieses Loch ist dazu da, um den Druck zu lindern, der sich mit der Zeit in der Maschine aufbaut, während sie auf- und abfliegt. Außerdem sorgt es für Luftfluss. Weiter. Heb die Hand, wenn du schon mal auf der Rolltreppe deine Schuhe an den Borsten an der Seite geputzt hast. Ich bin da definitiv schuldig, öfter als es gut ist. Allerdings sind diese Borsten nicht zum Schuheputzen, sondern eine Vorsichtsmaßnahme. Sie verhindern, dass deine Schnürsenkel, Kleider und anderes Zeug sich in der Treppe verfangen und beim Verlassen der Treppe für Ärger sorgen. Manchmal gibt es an einem neuen Kleidungsstück ein Stück Stoff, für gewöhnlich zusammen mit zusätzlichen Knöpfen, in einem kleinen Plastiktütchen. Du denkst vielleicht, dass das ein Flicken ist, falls mal etwas reißt, aber dafür ist es so gar nicht da. Tatsächlich sollst du dieses Stück in die Waschmaschine stecken, um zu testen, wie es sich beim Waschen verhält. So musst du dir keine Sorgen machen, dass dein teurer neuer Mantel einläuft, weil du genau weißt, wie er aufs Waschen reagiert. Seifenblasen. Wer liebt diese Dinger nicht? Die meisten Leute haben wundervolle Erinnerungen.